Das ist ein Vortrag, den ich letzte Woche auf dem Hackover gehalten habe. Was allerdings früh am Morgen war, nämlich um 12 Uhr mittags und irgendwie sind wenige Leute aufgetaucht, genau. Deshalb wiederhole ich das hier nochmal. Ich wollte anfangen mit der Frage, wer von euch schon mal von sich sagen würde, ihr habt irgendwas gemacht, was so ähnlich wie ein Spiel ist. Habt ihr angefangen zu programmieren? Okay. Ja, genau. Angefangen oder fertig gemacht? Erstmal angefangen, genau, okay. Und genau, das ist jetzt die nächste Frage. Wer hat es tatsächlich abgeschlossen, dass am Schluss ein fertiges Spiel rauskam? Okay, da gehen vier Hände runter. Dieser Vortrag ist für euch. Denn das Problem kenne ich auch, dass man halt irgendwie lustige Ideen hat und dann anfängt zu programmieren und dann war es vielleicht zu ambitioniert oder sowas und es wird irgendwie nicht fertig und bleibt liegen und am Schluss ist es halt so ein halbes Spiel und das ist frustrierend. Und eine gute Lösung dagegen sind diese Game Jams, von denen alle reden. Na, der Begriff setzt sich zusammen, also dieser Jam-Komponente kommt tatsächlich aus der Blues-Musik, ne, wo es diese Jam-Sessions gibt, wo sich Musiker irgendwie treffen, relativ ohne Vorbereitung und einfach zusammen mal Musik machen, gucken, was passiert. So. Und so ungefähr ist das hier auch. Ne? Da treffen sich Spieleentwickler und machen halt mal so ein Spiel an einem Wochenende. Genau. Den ersten Game Jam gab es irgendwie 2002, glaube ich. Da haben mal Leute sich tatsächlich zusammen im Büro gesetzt, irgendwie zu 12 oder so. Und haben mal 2 Tage lang Spieleprototypen gemacht. Und das gefiel denen offenbar so gut, dass die das wiederholt haben und auch andere Gruppen haben das übernommen, dieses Konzept, und haben Game Jams gemacht und dann weitete sich das so aus. Unter anderem auch diese beiden Herren haben ein Game Jam veranstaltet, Geoff Howland und Mike Kaspulsack, sind 2 Kanadier, glaube ich, und die haben sich überlegt, wir machen das nicht so, dass wir uns alle an einem Ort treffen, sondern wir machen einen virtuellen Game Jam, wo man sich quasi im Internet trifft, ne? Dass man das theoretisch von zu Hause machen kann oder halt sich in der Gruppe trifft, in seiner Stadt oder sowas. Und genau, man kommuniziert dann irgendwie übers Internet und tauscht sich aus. Und das war dann dieser Game Jam namens Ludum Dare. Es gibt über den Begriff immer den ewigen Streit, ob man das, wie man das ausspricht. Vor allem US-Amerikaner sagen gerne Ludum Dare, was natürlich sehr reißerisch klingt und so, aber es spricht vieles für Ludum Dare, weil es dann Latein wäre, ne, und so viel heißt wie ein Spiel geben im Wesentlichen, ein Spiel verschenken. Ne, wenn man das poetisch interpretiert, dann schenkt man das in dem Moment der Welt oder sowas, wenn man das herstellt. Genau, das haben sie auch 2002 gestartet. Das findet statt ziemlich regelmäßig, 3-mal im Jahr, im April, im August und Anfang Dezember. Und dieser Vortrag geht um diesen Game Jam, den ich sehr gerne mag, wo ich mittlerweile irgendwie 5-mal in Folge dann teilgenommen habe, tatsächlich, seitdem ich das entdeckt habe letztes Jahr. Woran ihr seht, dass mir das irgendwie gut gefiel. Und ich kann mir vorstellen, dass euch das auch gut gefällt. Und vor allem, was daran halt wirklich cool ist, dass es so, dass man sich ein Wochenende hinsetzt und dann hat man am Schluss ein fertiges Spiel. Das ist irgendwie geil. Ja, und mich zumindest versetzt das immer in unglaublichen Flow-Zustand so irgendwie, dass ich so vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen ziemlich ohne Unterbrechung daran arbeiten kann, weil man halt so eine krasse Zeitbeschränkung hat und innerhalb dieses Rahmens irgendwie was fertig kriegen will. Naja, und als drittes ist die Community um Ludum Dare auch irgendwie ganz freundlich. Also ich empfinde die immer als sehr konstruktiv und irgendwie sind offen für Einsteiger und Anfänger und genau, es ist alles ziemlich schnuffig da. Genau, in dem Vortrag erzähle ich euch mal so den zeitlichen Ablauf eines Ludum Dare-Events. Ja, und erzähle so ein bisschen von meinen Erfahrungen und kann vielleicht Tipps geben, die ich gerne selber gehabt hätte, als ich das erste Mal teilgenommen habe, um euch in die Lage zu versetzen, da möglichst erfolgreich und irgendwie mit viel Spaß an eurem ersten Event teilzunehmen. Genau. Diese Zeitleiste beginnt tatsächlich 2 Wochen vor dem eigentlichen Ludum Dare. Auf dieser Webseite da, ldjam.com, da wird nämlich erstmal ein Thema zusammen sich ausgedacht. Jedes Ludum Dare hat ein vorgegebenes Thema, was so ein kreativer Anstoß ist irgendwie für eine Idee, die man haben kann. Ne? Das hat sich bewährt, weil es irgendwie günstiger ist, als alles zu erlauben und dann weiß man nicht, was man machen soll, wenn man alles machen kann. Und mit einem vorgegebenen Thema ist das leichter, diese Einschränkung zu haben. Genau, und 2 Wochen vorher, also auf dieser Seite macht man sich einen Account irgendwie, im Wesentlichen schreibt man da einen Benutzernamen rein und eine E-Mail-Adresse, glaube ich, genau. Und dann kann man Themenvorschläge machen. Ne? Jeder potenzielle Teilnehmer kann irgendwie 3 Themen einreichen, die er cool fände. Und glücklicherweise hat mein Freund Winnie das mal dokumentiert im April, dass ich euch das zeigen kann. Also seine Vorschläge waren Square Grid,
Time Travel und Frogs. Wo er hinterher dann so meinte, das wäre irgendwie ein sehr futuristisches Frogger-Spiel, wenn man alle drei gleichzeitig macht. Genau, aber genau, also drei Vorschläge hat man. Das ist ein paar Tage lang offen. Und dann geht es in die nächste Themenbestimmungsrunde, nämlich die Theme Slaughter Round, wo man wieder auf die Webseite geht und ein Thema angezeigt bekommt und dann sagen kann, ob man das gut fand oder nicht. Ja? Hier sind noch mehr Beispiele aus dieser Runde. Das kann man so lange machen, wie man Lust hat irgendwie. Also die Anzahl Vorschläge sind meistens irgendwie einige tausend so und hier werden halt die schlechten dann rausgefiltert und welche die Spam sind vielleicht oder sowas. Beachtet vor allem oben rechts Cookies. Ja, hat, glaube ich, Winnie so ein bisschen mit dem Webinspektor rumgespielt. naja, 28, keine Ahnung, findet ihr das ein gutes Thema? Ich weiß nicht. naja, gut. 27. Auch diese Phase geht ein paar Tage lang und dann werden von denen, die irgendwie, also die 60 Besten quasi, werden genommen und kommen in die nächste Runde. Das ist die Voting-Runde, wo man tatsächlich dann eine Liste von als ganz gut bewerteten Themen angezeigt bekommt und dazu nochmal sagen kann, ob man das gerne haben würde oder nicht oder ob man sich neutral dazu stellt. Das läuft in mehreren Runden ab, wo irgendwie an aufeinanderfolgenden Tagen immer weitere freigeschaltet werden, wo ich mir nicht ganz sicher bin, warum das so gelöst wird, aber ja, kann man ab und zu mal drauf gucken und die alten Runden bleiben auch immer offen. Also, ja, genau. Ja, und wiederum die 20 Besten davon kommen dann in die Endrunde. Wo man dann, das ist dann ein Tag, bevor das Event startet, ne, T-1 Tag, da nochmal zusammen sich überlegt, was ist das Beste dieser 20 Themen, die wir jetzt am Schluss übrig haben. Gut. Dann noch eine Sache, wenn wir jetzt chronologisch bleiben, was ihr am Tag vorher machen solltet, ist euch Essen besorgen irgendwie, entweder einkaufen oder viel kochen oder so, dass ihr da während des Wochenendes nicht euch drum kümmern müsst. Genug schlafen. Ich empfehle auch während des Events normal zu schlafen, aber da gibt es einige, die ein bisschen extremer drauf sind vielleicht. Und nochmal gucken, dass die Technik funktioniert, ne? Dass ihr irgendwie ein System-Update macht, irgendwie nochmal eure Engine auspackt. Genau. Tatsächlich, was ich empfehlen würde, gerade wenn ihr das erste Mal teilnehmt, ist auch nochmal mit der Engine so ein ganz kleines Mini-Testspiel zu machen, dass ihr ungefähr wisst, ne, wie zeichnet man ein Bild, wie spiele ich einen Ton, wie spiele ich Hintergrundmusik ein, irgendwie, wie reagiere ich auf Tastatureingaben oder sowas. Dass ihr das alles schon mal gesehen habt, dann kennt ihr auch ein bisschen vielleicht die Struktur der Doku und müsst nicht während des Wochenendes euch damit rumschlagen, wenn irgendwas nicht geht. Genau. Und wenn ihr im Team arbeitet, halt könnt ihr gucken, dass ihr ein Git einrichtet vielleicht, dass alle Schreibzugriff drauf haben und so. Genau. Das hat sich auch bewährt, dass irgendwie vorher zu machen, auf jeden Fall. Genau, Engines hatte ich gerade angesprochen. Hier sind so zwei große, die einige teilnehmende Teams verwenden. Das ist so für das erste Mal gerade aber ziemlich Overkill aus meiner Sicht. Also das sind Engines, die können, ne, so richtig gut aussehende 3D-Spiele machen und 2D-Spiele auch. Aber die Lernkurve ist da zu steil aus meiner Sicht. Ja, deshalb, was ich empfehlen würde für den Einstieg, ist eine ganz niedliche kleine 2D-Engine namens Love. Die Webseite ist love2d.org. Ja, und da programmiert man in Lua, was eine Sprache ist, wo man aus meiner Sicht ganz gut reinkommt, irgendwie auch, wenn sich euer Team zusammensetzt aus Leuten, die nicht so viel Programmiererfahrung haben vielleicht. Ist trotzdem irgendwie relativ feature-complete, irgendwie kann alles, was man so braucht. Ist sogar eine kleine Physik-Engine drin. Ist Cross-Plattform, Open Source. Ne, ihr seht das irgendwie, es läuft sogar auf Android-Geräten, die Spiele, die man baut, genau. Das Beta zu verteilen ist relativ einfach, dadurch, dass man einfach den Ordner nimmt, wo das Spiel drin ist und ein ZIP draus macht und das dann in .love umbenennt. Das ist dann so das, was man verteilen kann und mit dem Love-Interpreter starten. Genau. Oder man kann das auch hinter ein Exe kleben irgendwie, dann ist das ausführbar. Genau. Genau, und die Community hinter dieser Engine ist auch ganz, ganz freundlich. Guck mal unten rechts, dieser Abschnitt da, if you get stuck. Many friendly people are ready to help you at the forums. Be warned, however, that it sometimes gets too friendly. Ja, ihr seid gewarnt. Gut. Okay, jetzt ist T0 und das Thema wird bekannt gegeben. Zum Beispiel per Twitter, aber das steht halt auch ganz oben auf der Website. Und genau, es gibt eine Mailingliste, die nur für den Zweck verwendet wird, das Thema da nochmal rumzuschicken, wenn es soweit ist. Genau, in dem Fall war das Thema One Room, bei dem du das ich jetzt als Beispiel nehme hier.
Hier sind nochmal aufgelistet alle bisherigen Themen der Ludum-Davis, die es so gab. Und da werdet ihr sehen, dass das oft tatsächlich so Einschränkungen an das Spiel sind. Zum Beispiel Entire Game on One Screen. Mhm. Ja, ja. Oder, keine Ahnung, Two Button Controls. Ja, das ist etwas, was man dann, wenn man sich das Spielkonzept überlegt, mit einarbeiten muss und was, finde ich, es einfacher macht, eine Idee zu entwickeln, ne? Weil das eine kreative Einschränkung ist. Genau. Wenn so zwei Themen da stehen mit Schrägstrichen, dann waren die beide aktiv. Also in diesem Fall Growing hatte genau gleich viele Stimmen wie Two Button Controls und dann haben sie gesagt, okay, wir machen einfach beide. Man kann sich das aussuchen, ob man welches man davon nimmt. Genau. Und die in Klammern waren irgendwie so Zusatzthemen. Keine Ahnung, Goat. Wenn man da noch. Also, Bilder schlecht. Ne? ich denke, da war das erste Thema das Hauptthema und das zweite war noch so ein Easter Egg-Bonus-Thema. Wenn man Bock hatte, konnte man das noch dazu packen. Genau. Die böse Ziege. Minimalism Potato. Fände ich auch interessant. Ja. Okay. Gut, wir haben jetzt unser Thema und noch der Hinweis: T0 ist um 1 Uhr UTC nachts. Also hier irgendwie um 2 oder 3 Uhr. Und ich würde empfehlen, zu diesem Zeitpunkt zu schlafen und irgendwie morgens zu einem vernünftigen Zeitpunkt aufzustehen. Und dann könnt ihr euch das Thema angucken und unter der Dusche schon mal überlegen, was man da zu jetzt draus machen kann aus diesem Thema. Genau. Dann müssen wir nochmal kurz über die Regeln sprechen. Die werden oft sehr freundlich und offen ausgelegt, aber es gibt sie. Ja, es gibt zwei Regelsätze. Zum einen gibt es die Jam Rules. Das sind so die laxere, das ist so die laxere Variante, die einem mehr erlaubt. Also da darf man in Teams teilnehmen, da darf man fremde Ressourcen benutzen. Ne? Wenn ihr irgendwie Creative Commons Bilder oder Sounds habt oder so, die ihr einbauen wollt, könnt ihr auch einbauen. Und ihr habt 3 Tage Zeit. Das ist so der Zeitrahmen dafür. Genau. Und erlaubt sind also natürlich Computerspiele aller Art und auch Brettspiele. Ja, das sieht man sehr selten, dass das eingereicht wird, weil es auch nach dem Ablauf von dem Ludwig Barber halt für die Leute vielleicht nicht so einfach zu testen ist, wenn sie erstmal irgendwie ein Brettspiel sich basteln müssen und Dinge ausschneiden und aber erlaubt wäre das, genau. Gut, und der zweite Regelsatz, das sind die Compo Rules, das ist so die härtere Variante für mehr Herausforderung. Da muss man alleine teilnehmen. Man muss alles an dem Wochenende selbst machen, also ne, Grafiken und Sounds und Musik und so. Und man hat 2 Tage. Genau. Ja, ist vielleicht auch fürs erste Mal nicht so, würde ich euch nicht empfehlen, aber wenn man die Herausforderung sucht, kann man diesen Regelsatz nehmen. Und zwischen diesen beiden Varianten wird auch immer während des Game Jams sehr stark unterschieden. Ne? Also bei jeder Einreichung steht das dick drauf, welche von den beiden das war. Und die werden halt wesentlich nachsichtiger bewertet am Schluss, weil es natürlich viel schwerer ist irgendwie. Ja. Gut, genau. In beiden Fällen kann man Source Code verwenden, den man schon hatte. Also wenn man irgendwie so einen Grundrahmen hat irgendwie und da mit starten will, ist das okay. Genau. Gut, dann genau, fängt man meistens irgendwie an mal zu brainstormen, was einem jetzt zu One Room einfällt. Ich mache dann meistens so eine Mindmap, versuche irgendwie in alle möglichen Richtungen zu denken, was mir dazu einfällt. Und dann ergibt es sich meistens automatisch, dass man da irgendwie einige Sachen ganz interessant findet und da weiter drüber nachdenkt. Zum Beispiel am Rand irgendwie war ich so in Richtung gekommen, irgendwie man könnte so einen Raum von oben sehen und muss dann da Tatami-Matten reinlegen, ne? Diese japanischen Reisstrommatten im Seitenformat 1 zu 2. Und zwar so, dass sich irgendwie an keinem Punkt 4 berühren davon, was man in echten Tatami-Räumen auch so macht. Und das habe ich dann auf Papier mal ausprobiert anhand ein paar Beispielen und habe festgestellt, das ist total einfach. Ja, also es ging eigentlich immer irgendwie und man konnte gar nichts falsch machen irgendwie, wenn man irgendwas so geritt hat, das kriegte man irgendwie immer alles noch voll. Insofern flog die sehr schnell dann wieder raus. Und eine andere Idee war so ein Spiel über Inneneinrichtung. Ja, man sieht auch einen Raum von oben und muss dann da vorgegebene Möbel reinstellen unter der Einhaltung verschiedener Regeln. Zum Beispiel, dass die Türen frei bleiben müssen oder dass man vor Fenster keine hohen Sachen stellen darf, weil dann kein Licht mehr durchkommt. Oder dass man überall zu den Sofas hingehen können muss und so. Und auch das habe ich irgendwie auf Papier ausprobiert anhand einem Beispiel und habe dort festgestellt, ne, hier in der Mitte, das hat mir auf Papier schon Spaß gemacht, was ein gutes Zeichen ist. So. Und das ist dann auch die,
die Idee, bei der wir geblieben sind für diesen Durchlauf. Genau. Noch andere Punkte zu Brainstorming. Ich finde es wichtig, wenn ihr das im Team macht, ne, grundsätzlich immer erstmal alles zuzulassen, ne, weil es für Leute, die was vorschlagen und dann sagen alle anderen gleich sofort, nein, das machen wir nicht, natürlich fürchterlich frustrierend ist irgendwie. Und weil da auch gute Sachen kommen können, die man vielleicht noch so ein bisschen tunen muss oder sowas, bevor man das macht, aber genau, das ist eine gute Strategie an der Stelle, finde ich. Und das Zweite ist, dass ich da gemerkt habe, es ist gut, sich viel Zeit dafür zu nehmen. Also so richtig viele Stunden irgendwie tatsächlich, wenn das sein muss. Bei diesem One-Room-Thema ging das jetzt relativ schnell, aber weiß nicht, wir hatten auch schon andere Lösungen da, wo weiß ich nicht, wir viele verschiedene Ideen hatten und erstmal sorgfältig gucken mussten, welche davon funktioniert ganz gut. Und es ist besser, da es sorgfältig zu machen, als am Schluss irgendwie nach 3 Tagen da zu sitzen und man hat ein irgendwie gutes Spiel gemacht, aber die Grundidee war gar nicht so toll. Ja. Genau, ich habe auch schon von Teams mitgekriegt, die irgendwie einen kompletten Tag an einem Thema gearbeitet haben, so auch schon programmiert haben irgendwie und dann am Schluss des Tages gemerkt haben, nee, das funktioniert nicht, wir schmeißen das alles nochmal weg und machen was Neues. Und das ist auch okay aus meiner Sicht. Ja, irgendwie. Also ich meine, man hat 48 oder 72 Stunden, da kann man ruhig mal 10 von irgendwie Quatsch machen. Ja. Okay. Noch ein Wort zum Scope, also zum Umfang der Idee. Die muss zwangsläufig durch den Rahmen so klein sein wie irgend möglich. Also wenn ihr euch ein Thema überlegt habt, vielleicht irgendwie eine Spielidee habt, guckt nochmal, ob man davon irgendwas wieder rausschmeißen kann, so, dass ihr möglichst wenig Spielelemente da drin habt. Das spart euch an allen Fronten Zeit irgendwie. Ihr müsst weniger coden, ihr braucht weniger Grafiken, weniger Sounds, weniger Interaktionsregeln und so. Ja, also möglichst kleine Ideen haben sich bewährt. Das ist übrigens auch aus meiner Sicht der Grund, warum so Hobby-Spielprojekte oft scheitern, dass man sich halt vornimmt, ich mache ein MMORPG mit mehreren Klassen und Chat-System und Quests in 3D mit irgendwie hübscher Umgebung. Und das ist halt, gerade wenn es irgendwie eines der ersten Projekte ist, viel zu ambitioniert und nicht zu bewältigen irgendwie für ein kleines Team. Und dann bleibt das halt auf der Strecke und versandet irgendwann. Ja, da sind kleine Ideen viel besser. Zum Game Design, also so zu den Spielregeln selbst, kann man natürlich eigene Vorträge halten, was Leute übrigens auch machen. An dieser Stelle wollte ich nur noch mal sagen, mir ist aufgefallen, es ist eine gute Idee, in der Idee darauf zu achten, dass man ein Spiel hat, wo man nicht verlieren kann so richtig. Denn ihr müsst dann denken, dass hinterher, wenn Leute das Test spielen, die dann nicht so viel Zeit reinstecken, sondern ungefähr so 5 bis 10 Minuten meistens oder sowas pro Spiel. Und da ist es halt auch ein schlechtes Erlebnis, wenn man irgendwie 7 Minuten gespielt hat und dann stirbt man und dann muss man wieder vorne anfangen oder sowas. Dann hat man wahrscheinlich auch keine Lust mehr, das nochmal zu machen. Und deshalb irgendwie so Lebensleisten und Schaden nehmen und so, das ist natürlich eine klassische Spielmechanik, aber für mich haben sich Konzepte bewährt, wo man ne, irgendwie nicht verlieren kann und Game Over haben, sondern wo man dann halt irgendwie nochmal was anderes versuchen muss oder so. Das wollte ich hier nochmal erwähnen, genau. Gut, dann kommen so ein paar Anmerkungen zu Ressourcenquellen, die ihr nutzen könnt. Also Soundeffekte. Punkt 1 ist, macht unbedingt welche rein. Man sieht manchmal Spiele, die haben coole Grafik und eine coole Idee, aber sie sind völlig ohne Ton. Und das ist schade, weil da fehlt irgendwas. Ne? Das ist dann nicht so knackig irgendwie. Wie wenn, also selbst einfache Toneffekte, irgendwelche Piepstöne, wenn man was macht oder sowas, hat man so direktes Feedback. Das lohnt sich schon. Ja, unbedingt Soundeffekte reinmachen. Wenn ihr fremde Sounds benutzen dürft, also während der Jam, im Jam-Regelsatz, dann wollt ihr wahrscheinlich The Free Sound Project mal befragen. Dann könnt ihr eingeben, was ihr haben wollt, und dann findet ihr wahrscheinlich hunderte von Aufnahmen von Leuten, die das dort mal reingestellt haben unter Creative Commons Lizenzen oder in Public Domain. Meistens mit einer Beschreibung und ne, da seht ihr schon eine Lautstärke-Vorschau und so. Genau. Auf dieser Seite muss man sich einen Account anlegen, um Sachen. Ja. Als Basis für die Themensammlung. Genau. Also, man muss sich einen Account machen, um Sachen runterladen zu können, was mich auch nervt, aber was sich hier aus meiner Sicht lohnt. Also, das ist irgendwie eine nicht kommerziell betriebene Community-Seite. Das ist, finde ich, in Ordnung. Genau.
Wenn ihr keine fremden Sounds benutzen dürft, habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder, oder mindestens zwei, entweder ihr nehmt das selber auf, ne, ihr läuft mal in der Wohnung rum und irgendwie macht Geräusche und nehmt das auf, zum Beispiel mit einem Smartphone, wenn man irgendwie einen Soundrekorder drauf installiert, geht das einigermaßen gut, die Qualität ist okay, und dann kommt ihr das auf den Computer und schneidet das, genau, nehmt das. Oder es gibt so Generator-Tools, wie dieses BFXR, das steht da oben rechts in der Ecke, der Name. Und da hat man dann so Preset-Knöpfe. Ich kann das gerade nochmal versuchen aufzumachen. Ob ich Ton habe. Ich hoffe, das wird, ja, wenn das aus dem Lautsprecher kommt, das nimmt die Kamera bestimmt auch auf. Mhm. Also, wenn man jetzt irgendwie einen Power-Up-Sound braucht, mal gucken. Mhm. Mhm. Gucken, ob ich hier den richtigen Ausgang habe. Ich sende das mal hier auf die eingebauten Lautsprecher notfalls. Genau. Also jedes Mal, wenn man draufklickt, werden diese Slider da in der Mitte auf in einem gewissen Bereich zufällig gesetzt. Dann klickt man da so lange drauf, bis man was findet, was einem gefällt. Wenn man etwas hat, was einem fast gefällt, aber noch nicht so ganz, dann klickt man auf Mutation. Dann werden die Slider so ein bisschen verschoben. Ja? Und es gibt den Randomize-Knopf, der setzt alles komplett zufällig. Da kommt meistens Müll raus, aber vielleicht auch manchmal was Spannendes. Ja. Als ich das auf dem Hackover vorspielte, meinten auch Leute, man könnte hier immer draufklicken und dann sich überlegen, was war das gerade, und dann baue ich das ins Spiel ein. So. Also das ist ein cooles Tool, das ist auch aus Ludendal heraus entstanden tatsächlich. Ist so ein bisschen, ist aus meiner Sicht ein bisschen ein Hack eigentlich für diese Regel, man muss das an dem Wochenende erzeugen. Okay, schreibt man sich halt ein Tool, was das für mich erzeugt. So. Ist ja auch nichts anderes als irgendwie ein komplexes Musikinstrument oder so. Okay, aber das ist beliebt und bewährt und tut, was es soll. Gerade so für ein bisschen Retro-Spiele irgendwie mit Pixel-Grafik oder so kommen da ganz passende Geräusche bei raus. Genau. Das ist BFXR. Das ist eine gute Quelle für Hintergrundmusik in Computech. Also ist wirklich ein Goldschatz irgendwie. Da sind hunderte von Stücken drauf. Und in der Suche könnt ihr, ich habe da das hier ausgeklappt, links am Rand tatsächlich so die Stücke nach dem Gefühl, das sie auslösen, filtern. Ne? Wenn ihr irgendwie eine gruselige Szene machen wollt, dann klickt ihr da vielleicht EOE und Dark an oder sowas und dann kriegt ihr so ein paar Treffer, die dazu passen. Ja, man kann auch nach Tempo filtern und nach Genre und nach Länge. Jedes Stück hat eine ziemlich gute Beschreibung drauf, so, die sagt, ob es irgendwie eine Spannungskurve gibt oder ob es die ganze Zeit so fahrstuhlmusikmäßig vor sich hin plätschert, je nachdem, was man braucht. Ja, also das ist extrem gut und die Sachen stehen auch alle unter Creative Commons Lizenz. Das ist irgendwie ein Typ, der seine komplette Zeit da reinsteckt, irgendwie diese Tracks zu machen. Ja, genau. Wenn ihr da nichts findet, gibt es noch das Free Music Archive, wo teilweise Songs mit Musik drin sind. Genau. Dann noch zu Grafik. Viele Teams machen das in Pixel Art, was mehrere Vorteile hat. Zum einen sieht es fürchterlich niedlich aus, finde ich zumindest. Und man kann da nicht richtig schlechte Sachen machen eigentlich, wenn man so auf Pixel beschränkt ist. Und zum anderen kann man das sehr schnell erstellen. Ne? Irgendwie, wenn man so ein 16x16 Dings hat, das ist halt viel schneller erzeugt als ein hochaufgelöstes 3D-Modell bla, oder irgendeine Zeichnung oder sowas. Genau. Das ist irgendwie das Spiel, das gewonnen hat bei dem ersten Ludendam, wo ich teilgenommen habe. Und da kam ich so auf die Idee, stimmt, Pixel Art ist irgendwie eine coole Idee. Habe das mal selber ein bisschen versucht. Die Software, die ich dafür immer empfehle, heißt A-Sprite. Das war bis letztes Jahr September Open Source. Jetzt ist das Lizenzmodell so ein bisschen dubioser. Man darf keine Binärpakete verteilen oder sowas. Aber auch die Open Source Version ist noch richtig gut. Die gibt es also in allen Software-Repositories. Und das ist halt so auf PixelArt spezialisiert. Ne? So ein paar Sonderfeatures wie man kann Freihandlinien malen, die dann sehr schön aussehen von einer Pixelbreite. Irgendwie sind hübsche Paletten drin eingebaut. Und das ganze Interface ist auch pixelig. Ich finde das sehr niedlich. Kann ich empfehlen. Gut. Und wenn es keine PixelArt sein soll, könnte man hier gucken. OpenGameArt.org ist auch eine sehr große Quelle.
für, ne, wenn ihr irgendwie ein Level bauen wollt, da zum Beispiel rechts oben gibt es so ein Tileset, wo irgendwie verschiedene Level-Elemente drin sind, die man dann zusammenbauen kann. Oder unten Bäume oder sowas. Also sind auch sehr viele Sachen drin. Genau. Gut. Jetzt ist es 2 Tage später. Was sich dann bewährt hat, nochmal zu machen, ist tatsächlich das zu testen. Entweder ihr paketiert das so, wie ihr das später auch verteilen würdet, irgendwie in ein Excel oder was auch immer, und schickt das mal per Mail rum an Leute, die Lust haben, das zu testen. Oder, was ich noch besser finde, ihr ladet euch wirklich Leute zu euch ein und setzt die mal davor und guckt denen über die Schulter. Denn da kriegt man wesentlich mehr und besseres Feedback als so in einem Absatz Text. Da seht ihr dann direkt irgendwie, was funktioniert nicht, wo versteht die Person das irgendwie nicht und so weiter. Genau. Das ist etwas, was sich bewährt hat. Playtesting in Person. Gut. Genau. So sah dann bei uns dieses fertige Spiel aus dieser Idee. Was ist das für ein Room, haben wir es genannt. Genau. Und tatsächlich in diesem Fall Pixel Art gemacht und dieses Sound-Generations-Tool genommen für ein paar Effekte. Genau. Also ist ein Puzzlespiel geworden, ne? Letztendlich. Genau. Dann in dem Fall, ne, also unter den Jam-Regeln hat man ja 3 Tage Zeit. Das heißt, das ist jetzt montags um 1 Uhr nachts oder sowas. Und dann könnt ihr es auf dieser Webseite halt einreichen. Da füllt ihr ein Formular aus, wo unter anderem der Titel reinkommt und eine kurze Beschreibung in Markdown. Ne, da kann man dann irgendwie Bilder hochladen. Wir schreiben dann meistens so ein bisschen, welche Engine wir genommen haben und so weiter. Und im Zweifel auch nochmal, wie man es steuert vielleicht, wenn das Spiel das sich nicht selbst erklärt. Genau, dann könnt ihr unten auf die Knöpfe klicken, ob das ein Jam oder ein Compo-Eintrag ist, oder ob es unfinished ist. Genau, und dann gibt es unten noch diese Checkboxen, wenn ihr zum Beispiel die Grafik überhaupt nicht selbst gemacht habt, sondern irgendwie zum Beispiel von externen Seiten, dann ist das fair, dort anzukreuzen, dass man dann noch nicht bewertet wird, ne? Weil es irgendwie komisch wäre, wenn man auf Platz 1 landet für Grafik beim Spiel, wo man gar nichts selber an der Grafik gemacht hat. Genau. Oder offenbar kann man auch Humor opt-outen. Das ist dann so, man sagt irgendwie, ich weiß, mein Spiel ist nicht lustig, bewertet mich darin nicht. Genau. Das Formular geht noch weiter mit einem Cover-Image irgendwie, wo unten steht, welches Aspect-Ratio das haben sollte, dass es hübsch aussieht. Und dann kommen halt Links drauf auf die Binaries für verschiedene Plattformen. Ist beliebig, welche man da angibt. Bei LoRF können wir halt Windows, Linux, Mac irgendwie Builds machen. Es ist schon ziemlich gut, wenn man ein Windows-Build hat, weil halt die meisten Leute zum Testen sich ein Windows anschmeißen und dann da die Sachen runterladen. Ja, genau. Den Source-Code haben wir eh meistens auf GitHub, deshalb können wir dann da einfach so ein GitHub-Release machen und an das Release die Binaries dranhängen und darauf verlinken. Viele machen das aber auch, keine Ahnung, in Dropbox oder sowas, wo ich mich jetzt auch nicht mit auskenne, aber ja, geht. Okay, gut, jetzt haben wir alle das Spiel abgegeben. Dann kommt die nächste Phase, wo es darum geht, mal Spiele von anderen zu Tests zu spielen und zu bewerten, tatsächlich. Ne? Im einfachsten Fall geht man auch wieder auf die Ludum-Dare-Webseite, klickt oben auf diesen Games-Tab und dann kriegt man angezeigt eine Liste von Spielen, die danach sortiert ist, wie viel die selber schon bewertet haben. Das ist so ein ganz schlaues System. Je mehr Feedback man gibt, desto mehr kriegt man auch selber. Das balanciert sich immer relativ gut aus. Ne? Also die Spiele, die da jetzt sind, haben selber schon viel Feedback gegeben, aber selber noch wenig gekriegt. So, und dann kann man mal gucken, ob eins davon einen anspricht und das testen. Genau. Und man braucht irgendwie mindestens 20 Bewertungen, um am Schluss eine Punktzahl zu kriegen. Ne? Also es gibt bei diesem Game Jam zumindest keine Jury oder sowas, die jetzt, also gibt es auch tausende von Einträgen irgendwie, meistens so 2.000 bis 3.000 Spiele fallen dabei raus. Und das ist natürlich für eine Jury nicht zu bewältigen, deshalb macht das die Community selbst untereinander. Genau, dann kann man dann sowohl Textkommentare hinterlassen, als auch so eine Sternebewertung in verschiedenen Kategorien. Da habe ich jetzt keinen Screenshot von, aber das sind so Kategorien halt wie Grafik, Audio, Overall, ne, wie hat das insgesamt gepasst, Fun, wie Spiel Spaß hat gemacht, Humor, es gibt noch Mood, so welche war eine gute Stimmung in dem Spiel. Ja, genau, das sind gerade so, die mir einfallen. Innovation gibt es noch, genau. Und Theme, wie gut man das Thema umgesetzt hat, ob man da einen lustigen Twist draus gemacht hat. Gut, das sind dann irgendwie zwischen 1 und 5 Sterne oder sowas. Ja, das ist noch so eine fanbetriebene Seite, die im Grunde nochmal das Gleiche macht und die sortiert anzeigt.
wo man allerdings ein Suchfeld hat, was ich ganz cool finde, wenn man irgendwie nach einem bestimmten Thema sucht oder sowas. Und man kann filtern, welche Plattformen man sehen will. Also wenn man jetzt gerade nur Linux anhat oder so, kann man sich dann nur Spiele anzeigen lassen, die unter Linux lauffähig sind. Und die Spiele sehen aus wie NES-Cartridges. Das ist auch ein Grund, diese Seite zu benutzen. Gut, genau. Da sieht man nochmal so eine Übersicht über Kommentare, die man selbst gegeben hat und welche man gekriegt hat und ob man irgendwie gemenschen wurde oder so. Das ist eine ganz coole Seite, diese Feedback-Friends-Seite. Ja, manche machen Video-Reviews. Das überspringe ich jetzt, glaube ich, einfach mal davon zu erzählen. Und dann irgendwie 3 Wochen nach Ablauf des Studienjahres kriegt man relativ nicht zeremoniell die Punktzahlen präsentiert. Ne? Wo dann rechts steht, welche durchschnittliche Sternbewertung man hatte in den verschiedenen Kategorien und links auf welchem Platz man gelandet ist. Ne? Und bei diesem One-Room-Spiel waren wir tatsächlich auf Platz 8 in der Fun-Kategorie, wo wir total stolz drauf waren. Ja, genau. Das ist auch mit Abstand die beste Bewertung, die ich jemals bei irgendeinem dieser Spiele gekriegt habe. Okay, genau. Ja, hier sind nochmal so die Covers von den Spielen, die ich bisher gemacht habe. Also, das war ein Spiel, da verwandelt man sich durch ein Unglück in eine Stehlampe und muss dann so sein Leben bestreiten. Und das ist im Wesentlichen ein Geschicklichkeitsspiel, wo man diese Glühwürmchen, die da rumfliegen, zerbrutzeln muss mit seinem Licht. Dann fallen die runter, dann kommt eine Maus aus dem Mauseloch und frisst die und man muss sie zum Käse locken. Also, ja. Das hatte, glaube ich, in Innovation einigermaßen gute Wertung. Was war da das Thema war Shapeshift. Die Einleitungsstory sagt so irgendwie, man hätte von einer Fee die Fähigkeit erhalten, sich zu verwandeln. Und die hätte einem aber nicht erzählt, dass man sich in das nächste Objekt verwandelt, wenn jemand ist. Und das war dann in dem Fall wohl eine Stehlampe. Ja. Das war auch tatsächlich ein Kompo-Eintrag. Also da hatte ich irgendwie die Grafik gegen Inkscape irgendwie zusammengebastelt. Genau. Das war ein Segelspiel. Da steuert man ein Schiff. Irgendwie kann mit der Maus das Segel ausrichten und mit den Pfeiltasten das Ruder bewegen. Und das war auch für uns jetzt ganz interessant, weil wir da irgendwie verstanden haben, wie das physikalisch so funktioniert. Wie man so gegen den Wind segeln kann oder sowas. Das kann man dann halt auch ausprobieren. Wie man irgendwie die Windrichtung eingeblendet und kann dann da so zickzack sich gegen vorarbeiten. Und im Wesentlichen muss man von Inseln im Ozean irgendwie Schiffbrüchige retten und wieder ins Festland bringen. Und es gibt Seeungeheuer. Ja, und später wird der Wind wilder und fängt an sich zu drehen und so weiter. Genau. Das war ein Rennspiel im Wesentlichen. Das Thema war Small World, genau. Man ist ein rotes Blutkörperchen und muss kleine rote Blutkörperchen so durch den Blutkreislauf eines Menschen führen und Sauerstoff zu den Organen bringen. Ja, und das ist so ein bisschen zeitkritisch halt irgendwie. Die Organe haben so Leisten irgendwie, wann sie sterben und so, dann muss man schnell genug sein. Ja, genau. Das war das Konzept. Da hatten wir zum Glück Pekka, die uns hübsche Grafiken gemacht hat. Genau. Und das war jetzt das Letzte, da war ich irgendwie sowohl in Kanada als auch krank und habe ein ganz kleines Dings gebastelt, wo man im Wesentlichen so Buchstaben abtastet. Also man sieht die nicht, man sieht erstmal so ein schwarzes Rechteck und kann dann reinklicken und dann kriegt man Feedback, ob da der Buchstabe drunter war oder nicht. Man muss dann raten, welcher Buchstabe das war und das einfach auf der Tastatur eintippen. Man muss so halt irgendwie 10 Stück sammeln. Genau. Das ist offenbar ein so schwieriges Spiel geworden, was ich am Feedback erfahren habe, aber sei es drum, ja. Gut. Genau, und das ist das nächste, was kommt im Dezember. Wenn ihr irgendwie Lust habt, das mal auszuprobieren, könnt ihr euch das in eure Kalender eintragen und versuchen freizuhalten. Es gibt, wie gesagt, diese Mailingliste, wo man sich drauf subscriben kann, wo man nochmal irgendwie Erinnerungen kriegt, dass das stattfindet. Es gibt einen Twitter-Account, habe ich das hier nochmal? Nö, also einfach @dudumdare. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich gerne, aber auch sonst offline jederzeit. Genau. Ja, das war's. Danke. Okay.